Ist das dein Ernst? Da kommen jetzt noch drei weitere Wege? Oh mein Gott! Also spätestens jetzt verliert doch jeder den Überblick, oder? Oh, und ich hasse diese Gegner. Ich hasse sie so sehr. Leute, ich mache einen Vorschlag. Wir gehen jetzt zurück. Und arbeiten uns erstmal durch die ganzen Wege durch, die wir offen gelassen haben. Ich glaube, das wäre nicht klug, jetzt immer tiefer in dieses Schloss einzudringen und sich noch mehr zu verwirren. Wir haben ja hier sowieso eine Abkürzung, also springen wir darüber, so. Holen noch die Federn. Genau. Dann auch das hier hat sich ja, glaube ich, freigeschaltet, wenn ich mich nicht ganz täusche. Oder soll das eine Abkürzung darstellen? Ja, doch, das ist eine... Das ist eine Abkürzung. Okay. Wir gehen also zurück und jetzt hier nach links. Da... Achso, da ist gar kein Weg. Ach. Toxischer Schleim von Müllunternehmen Timothy Robbins. Ihr Müll ist unser Schatz. Sag mal, diese ganzen Namen, sind das Entwicklernamen? Oder an wen sind die angelehnt? Microsoft-Mitarbeiter? Kann ja auch sein. Wer weiß das schon? Weil eigentlich wird ja an diesen ganzen Dudes kein gutes Haar gelassen. So, ich habe jetzt die Eisblume hier dabei, aber das bringt mir nichts. Das bringt mir absolut gar nichts. Eigentlich müsste ich Feuer hierher bringen. Feuer. Ist das möglich? Von der einen Aufgabe? Vielleicht. Vielleicht aber auch aus einem anderen Raum. Also schauen wir mal, was hier noch abgeht. Da hinten habe ich ja die Federn mit Absicht nicht eingesammelt, damit ich weiß, dass wir da noch nicht waren. So. Und jetzt machen wir mal Lucky Lucky. Ich kann mich an diesen Raum erinnern. Ja, da waren wir schon mal. Und zwar, oh nein. Ja, komm, lass dich sterben. Wir waren genau da unten bei diesem Plateau, das man gerade gesehen hat. Das war im Eingangsbereich die rechte Seite. Hier einfach fliegen, dann kriegt man kein Problem. Und es geht hier hinten weiter. Oh gosh, so viele Wege. Das ist echt krank. Barrierefreies Wohnen mit Patrick Early. Treppen und Aufzüge. Wir schlagen Brücken. Okay. So, what's up? Nächste Aufgabe wartet. Krieg mal hin, oder? Warte, Moment. Erstmal alles aufmachen. Mhm. Hallo, aufwachen. Oh, die müssen wir alle treffen. Alles klar. Ja, das kriegen wir aber hin. Was? Man kann nicht in die Ego-Perspektive wechseln? Bitte? Wirklich? The fuck? Warum? Was ist das für ein Scheiß? Also wir schaffen es trotzdem, aber das kann doch nicht wahr sein. Warum? Hört ihr es? Das geht nicht. Ja, genau, Platonic. Zu faul gewesen, das hier jetzt einzuprogrammieren oder was? Es geht immer gar nicht. War nur eine kleine kurze Stelle, aber auch das nicht nachvollziehbar. So, was haben wir nun hier? Einen gefluteten Raum. Das ist nie gut. Egal in welchem Raum. Meistens ist der Keller betroffen. Ärgerlich ist es so oder so. Okay, da ist eine Pagey. Aber, ach, ich kann mit dir reden. Hallo, Entdecker. Eis da draus. Eis da draus. Ihr habt es aber weit gebracht. Das Spiel hat schon genug Wortspiele, danke. Öffne deinen Käfig. Wir kommen dich holen. Nicht so schnell. Ein Pagey wie ich lässt sich nicht so einfach einsammeln. Wenn ihr euch würdig erweisen wollt, müsst ihr erst... mein Mega-Quiz knacken.
Okay, aber deine Solariumbräune reicht bei weitem noch nicht für einen Showmaster aus. Gebt mir 3 richtige Antworten in Folge, dann öffne ich den Käfig. Habt ihr das Zeug zum Sieger? Ja, wir haben nichts zu verlieren, also... Quizfire! Hervorragend. Willkommen bei meinem Mega-Quizzel. Laut meinen Informationen kommt ihr den langen Weg aus der Schiffbruchbucht. Da ist es so herrlich grün überall. Fackeln plus Kisten ist... Hier in dem Raum, oder was? Ja, muss ich raten, also tut mir leid, keine Ahnung. Nee, schon mehr als 7. 10 oder 15 würde ich sagen, wobei 15 erscheint mir ein bisschen viel. Nehmen wir 10. Toll geraten. Nächste Frage. Wie viele Kacheln hat der Boden dieses Raums? Oh, ich habe 1 gesehen. Was? Ey, nein! Oh Mann, fuck! Ich habe jetzt mich aus Versehen verdrückt. Ach, halt doch die Fresse, ey. Ich wollte einfach nur den scheiß Text wegdrücken und er hat es schon direkt eingeloggt, der Betrüger. Aber dann können wir jetzt wenigstens schauen. Also 10 hat gestimmt bei der ersten Frage. Da ist ein Gulli. Hier ist ein Gulli. Da auch. Es sind 4. Ja gut, ich hätte wahrscheinlich sowieso 2 oder 3 gesagt. Kommt natürlich drauf an, welche Antwortmöglichkeiten es gibt. Also nochmal. Und diesmal betrüge bitte nicht, okay? Ach shit, jetzt stellt er mir andere Fragen. Und schon wieder derselbe Fehler. Und es war richtig. Ja, dann passe ich jetzt mal auf mit dem, was ich da drücke. Wie viele Eingänge hat dieser Raum? Ich hoffe nur einen. Schon wieder toll geraten. Gut gemacht, nächste Frage. Wie viele Schatztruhen sind in diesem Raum? Moment, können wir diese Antwort gelten lassen? Ich frage kurz mal die Stimmen in meinem Kopf. Okay, verstanden. Ich gebe das so an die Teilnehmer weiter. Snooker, Whaley, ihr seid als Verlierer gekommen. Aber ihr geht als Gewinner. Gratuliere, ihr habt das Mega-Quiz gewonnen. Puh, das war jetzt aber ziemlich sicher das letzte Quiz in diesem Abenteuer, hoffe ich jedenfalls. Ich muss zugeben, auch die letzte Frage habe ich wieder aus Versehen weggedrückt. Aber ich habe sogar eine Sekunde gewartet, die scheiß Antwortmöglichkeiten sind nicht erschienen, dann dachte ich, ich muss doch drücken und in dem Moment sind sie dann wiederum doch aufgetaucht. Ja, alles ein bisschen blöd. Tut mir leid, dass da jetzt nicht jede Frage gut leserlich war. Aber ihr könnt das Video auch pausieren, dann wisst ihr die richtigen Antworten. Und falls ihr Probleme bei dem Scheiß habt, vielleicht bekommt ihr dieselben Fragen und dann passt's. Wie dem auch sei, wir sind hier durch, haben die Pagey und das ist alles, was zählt. Ja, dann, wohin gehen wir als nächstes? Viele Möglichkeiten habe ich ja eigentlich nicht. Ne? Ich muss halt hier jetzt wieder zurück, wenn das denn erlaubt ist. Okay. Und dann bleiben nur noch die 1000 Wege in dieser Richtung übrig. Stellen wir uns den ganzen mal. Und hier bei dem Eisblock überlege ich tatsächlich, ob man nicht vielleicht die Feuerblume von dem Raum ganz da hinten benötigt, um das Eis zu schmelzen. Aber wäre das nicht ein bisschen billig für eine Pagey? Gut, es gab schon ein paar Mal eine billige Pagey, aber... Selbst wenn es knapp werden sollte, zeitlich, fände ich das jetzt als Mission nicht so geil. Naja, machen wir erstmal weiter. Vielleicht ergibt der ganze Shit ja am Ende doch Sinn, weil da ist ja auch ein Gulli, ne, mit heißer Luft, aber es ergibt für mich noch nicht so richtig Sinn, das Ganze.
Habe ich das schon mal gelesen da? Nein. Wenn du dich verlaufen hast, ruf einfach nach mir. Dory X. Dory? Findet Dory? Ja. Habt ihr den Film gesehen eigentlich? Ich fand ihn ganz okay. Ich habe halt Findet Nemo als Kind gemacht und von daher habe ich mir auch den Nachfolger angeguckt. So, ich sammle mal die Feder ein und was weiß ich. Gehen wir mal hier lang. Wir müssen sowieso jeden Gang abchecken. Och nee, ist das jetzt so ein... Das ist ein Labyrinth, ne? Was wollen mir diese Lichter da sagen? Dass es Raum 2 ist? Ja, anscheinend. Alle anderen Wege müssten demnach falsch sein. Und wieder in den gleichen Raum führen, richtig? Richtig. Okay, dann müssen wir es halt ausprobieren. Heißt, erstmal nach rechts. Dann schauen wir mal, was passiert, wenn wir nach vorne laufen. Wieder Anfangsbereich. So ein Pech aber auch. Okay, rechts, dann links. Oder, nee, nach links bin ich schon mal gegangen. Nach rechts. Nochmal nach rechts, quasi. Ja, ist richtig. Und nun? Vielleicht geradeaus? Kann man das an irgendwas ablesen? Es muss doch irgendwelche Hinweise geben, oder? Keine Ahnung, Mann. Ich rate. Das hat in dem Part ja schon ganz gut geklappt. Bis hierhin. Und es stimmt wieder. Dann diesmal nach links. Und? Yo, da ist eine Schatztruhe. Achso, nee, es ist nur für den Gegner. Ja, was nun? Ist auch mal zurückgehen richtig? Nee, oder? Ich gehe nach geradeaus. Komm schon, bitte, 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 bitte. Ja! Perfekt! Wir haben es bis zum Ende geschafft! Außer es gibt mehr als einen Ausweg aus diesem Labyrinth. Was ich auch nicht ausschließen würde. So, was geht hier ab? Noch so ein Eisblock. Und eine große Kiste. Mit einem Schmetterling. Gefallen Ihnen die Teppiche? Kompetentes Flachlegen durch Peter Weißenböck. Teppich GmbH. Kompetentes Flachlegen? Ja, da bin ich auch sehr kompetent. Was haben wir alle gelacht? Okay, was ist zu tun? Moment, da ist ja ein Schmetterling. Das heißt, dass ich irgendwie Energie verbrauchen muss, oder nicht? Nein? Willst du mir was sagen? Hilfe! Mein Käfigschloss ist zugefroren. Könnt ihr ein wenig Licht auf die Sache werfen? Ach so. Ah. Alles klar. Das Ding muss halt einfach da direkt in den Lichtstrom rein, oder? Mhm. Ja, gut, aber jetzt muss ich das Licht nochmal reflektieren können und das ist mir nicht möglich. Ach, verdammt, ich befürchte, dass wir hier eine Fähigkeit brauchen, die ich noch nicht habe. Liege ich da richtig? Hm, bestimmt. Ja, ich befürchte es. Okay. Heißt das, ich muss die Welt jetzt verlassen? Weil ich weiß nicht, was ich jetzt als nächstes machen soll. Wir haben alle Wege abgecheckt und... Naja, hier ist halt jetzt Endstation irgendwie, ne? Oder gibt's doch noch andere Ausgänge? Nee. Sieht nicht so aus. Ich kann natürlich nochmal schauen gehen, aber... Ansonsten... War's das fürs Erste hier. Im Glitzerfrost-Gletscher. 17 von 25 Pages, das ist eigentlich ganz nice. 4 Federn fehlen.
und 2 Ghost Rider. Wir könnten uns natürlich noch an die Schneehutaufgabe wenden, weil die Hüte müssen ja alle draußen sein, logischerweise, weil man dafür die Verwandlung benötigt. Ich habe also irgendwo einen Eisschutthaufen übersehen, den würde ich halt kurz suchen gehen und Offcam einfach nochmal alle Hüte sammeln. Ihr wisst ja, wo die sind. Ich habe sie im Let's Play schon mal gezeigt. Und dann suchen wir die einzelnen Schneemänner auf. Ja, weil ich glaube, hier kommen wir jetzt erstmal nicht weiter. Machen wir das so. Zugegeben, hat ein bisschen gedauert, aber ich habe die Stelle wiedergefunden. Die 5. und letzte Stelle, wo sich ein vermaledeiter Hut befindet. Dabei ist es gar nicht so lang her, ne? Nämlich dort oben. Auf dem Eisplateau. Da gab's noch eine Stelle, wo der Schneepflug zum Einsatz kommen muss. Oh mein Gott. Was? Lol. Als ob ich das noch geschafft habe. Krass. Ah, da ist der Piratenhut, den ich schon so lange gesucht habe. Okay, damit sind es mit ziemlicher Sicherheit 5 Schneemänner. Und das Gute ist, 2 oder 3 sogar sind relativ nah beieinander. Es wird also gar nicht so eine ekelhafte Schneideorgie, wie ich befürchtet habe. Und der erste befindet sich ja sogar schon hier im Umkreis. Ne? Da hinten, glaube ich. Ja, da müsste der Pirat sein. Geben wir ihm einfach schnell, was er will. So. Dann ist der schon mal zufriedengestellt. Und kann die Meere wieder unsicher machen. Jetzt geht's zu dem komischen Typen da, den wir schon, ja, lange kennen. Nämlich der, der dort vorne in der Höhle wohnt. Ich weiß gar nicht, welchen Hut der haben will, aber ich habe alle bei mir. Er hat die Qual der Wahl. Nee, welcher könnte denn passen? Kein Plan. Der sieht halt auch so Standard aus, ne? Der Typ da. Also, welchen willst du? Ach, den Hexenhut. Okay. So, und jetzt zu den restlichen 3. Die befinden sich alle in der Nähe der Igloos. So, den Kumpanen Nummer 1 haben wir hier in der ehemals eiskalten Höhle. Der nimmt sich die Unterhose. Ja. Passt auch irgendwie zu ihm. Das ist so der seltsamste von all den Schneemännern. Nummer 4 haben wir ja da in der Eishöhle, wo auch ein Ghostwriter war. Viel Auswahl bleibt jetzt nicht mehr. Wird schon was für ihn dabei sein. Sieht aus wie so ein Cowboy. Ja, und nimmt auch den entsprechenden Hut entgegen. Na dann, auf Wiedersehen, Indiana Jones. Und der allerletzte müsste jetzt dieser Streber sein. Und dann haben wir diese elendige Quest auch abgeschlossen und erhalten hoffentlich ein Pagey. Oder im besten Falle 5, aber das ist dann doch eher auszuschließen. Und da ist wiederum, dass sich der ganze Rest noch irgendwo im Schloss befindet. Naja, bei Zeit werden wir es rausfinden. Pons Blitz, ich bin wieder komplett, danke. Oder das war das letzte fehlende Objekt. Endlich können wir mit unserer Kabarettnummer wieder auf Tour gehen. Das erklärt, warum die so komische Kostüme anhaben. Na schön. Also nur ein Pagey, wie erwartet. Ich schlage daher vor, wir verlassen die Welt und gucken uns auf der Oberwelt weiter um. Da wären wir wieder in Ivory Towers. Mit den Moves aus Welt 2 können wir ja jetzt auch das ein oder andere hier erreichen. Ich überlege zumindest schon mal,
ob es sinnvoll wäre, hier hochzuspringen. Den Eindruck hatte ich nämlich schon von Anfang an und... ja... könnte hinhauen, auf jeden Fall. Habe ich das nicht sogar schon mal probiert? Aber ohne den hohen Sprung kommt man halt nicht weit nach oben. Daher sollte man es eigentlich gar nicht ohne probieren. Und ich höre da schon, eine Pagey. Oh yes, yes, yes. Eigentlich hätte ich vermutet, dass es hier Richtung Welt 3 geht, aber natürlich nehme ich die Pagey trotzdem gerne an mich. Wir haben ja noch andere Wege abzuchecken. Beispielsweise gleich hier um die Ecke mit dem Honig, der da rumliegt. Oder auch mit der Kanonenkugel. Ability. Gibt einige Möglichkeiten. Siehst du, da ist der Honig. Mit dem können wir dann wiederum dort hinten links. Na, friss schon. Da hinten links diese etwas steile Wand raufschlittern. Das ist zumindest der Plan. Hier, da kamen wir nicht hoch ohne diese Honigfähigkeit. Und auch hier gibt es eine geschenkte Pagey. Krass. Gleich zwei innerhalb einer Minute geschätzt. Geht das nicht auf? Nee, okay. Das ist schön. Und damit bleibt eigentlich für die dritte Welt nur noch ein Weg übrig. Oder was war hier hinten? Jetzt erinnere ich mich gar nicht mehr. Ach so, ein Schalter. Okay. Ich glaube, da können wir nicht tricksen. Daher wandern wir zurück. Schwuppdiwupps. Und... gehen hier über die Brücke. Oder Moment, Moment, Moment. Kurz vorher würde ich ganz gerne noch was anderes überprüfen. Hat nicht Trouser gesagt, dass wir in der Bibliothek auf ihn warten sollen? Oder irgendwie sowas in der Art? Verzieh dich. Oder was ist da oben? Da komme ich doch jetzt mit dem hohen Sprung auch hin, oder? Ja. Ja, da ist gar nichts. Obwohl doch, ein Fass. Ja, okay. Mit nichts drin, quasi. Schade, aber wollte ich trotzdem überprüft haben. Ja, wobei, noch nicht aufgeben. Vielleicht, wenn wir hier rüberfliegen und dann irgendwo einen Gang finden? Ich weiß nicht. Vielleicht kommt man ja in diese Presse da rein, die man gut sehen kann. Nee? Einfach mal weitermachen. Vielleicht ist das jetzt ein bisschen zu... oh. Gewagt, das Ganze. Ja, ich glaube schon. Okay. Da ist dann wohl doch nichts. Gucken wir also schön im Archiv vorbei. Ist Trouser nun da oder nicht? Eigentlich hat er das so gesagt, oder? Ich habe ihn falsch verstanden. Wir waren ja hier schon mal, um die eine Pagey da zu holen. Und es gibt noch einen Schalter da im Wasser. Ähnlich wie in Welt 1, aber... oh, da ist er! Aber wir haben die Fähigkeiten nicht. Die wird es vielleicht in Welt 3 geben. Psst! Hier drüben! Hey, Trouser, was kauerst du da in der zwielichtigen Ecke rum? Ich habe ein weiteres Gratis-Manöver für euch. Aber das hier muss inoffiziell gehandhabt werden. Diesen nächsten Trick habe ich von einem weißen Großmeister gelernt. Wow, das klingt beeindruckend. Worum geht es? Auch wenn du wahrscheinlich Weisen und nicht Weißen meinst. Mit der althergebrachten Kumpelblasentechnik kann man die Kräfte des Ozeans meistern und unter Wasser gehen. Endlich mal etwas Brauchbares. Und wie kriegen wir diese Kräfte in den Griff, Wurmjunge? Hole zuerst Tiefluft. Wenn du dann unter Wasser bist, drückst du RT, um deinen Atem als Heißwasserblase rauszulassen. Igitt! Daran habe ich auch gerade gedacht, Lely. Gibt es eine gesellschaftlich weniger verpönte Methode, um unter Wasser zu gehen, Trouser? Nein, zumindest nicht umsonst. Du kannst den neuen Trick in dem Aquarium dort drüben ausprobieren. Okay, wir kriegen den Move also sofort. Und nicht erst in Welt 3. Ja gut, why not? Dann kann ich das zumindest gedanklich schon mal abhaken. Aber bevor ich da jetzt... hat, oder? Ja, das wird wahrscheinlich nur zu einer Pagey führen, oder? Denk mal nicht, dass das der Weg wie die dritte Welt ist. Wobei,
Andererseits... Vielleicht auch doch. So, und jetzt einfach furzen. Okay. Ja, cool. Funktioniert einwandfrei. Und hier öffnet sich ein Geheimgang. Ja, ja, wie so oft. Büchereien, die haben es so an sich, Geheimgänge zu verbergen. So auch hier in Yooka-Laylee. Ich könnte jetzt natürlich zur ersten Welt gehen und da das ein oder andere Pagey einsammeln, aber da habe ich ehrlich gesagt erst Bock drauf, wenn wir alle Moves haben, die für Welt 1 und 2 benötigt werden. Weil ich will das so in einem Schlag durchhauen und ja, gerade für die zweite Welt haben wir noch nicht alles und ich denke auch Welt 1 ist noch nicht komplett möglich abzuschließen wegen dieser blöden Kamera da im Monument. Die Fähigkeit, diese abzuschalten, haben wir noch nicht. So, bevor ich jetzt da aber im Archiv weiter gucke, weil ich glaube dann mittlerweile doch, dass das zur dritten Welt führt, gehen wir nochmal zurück und schauen wir, was da so los ist. Wohin führt dieser Weg? Yooka-Laylee! A lizard and a bat, what's up with that?